Hallo, jetzt bin ich noch mal kurz. Vielleicht mache ich Ihnen noch ein Beispiel. 12.7 Beispiel. Ja, also vielleicht habe ich mal eine Permutation von drei Sachen. Dann noch mal von drei. Und mein Sigma ist vielleicht dies hier. Ich gehe von da nach da und von da nach da. Das ist vielleicht mein Sigma. Und die Signatur. Da rechne ich gleich aus, mache ich mal Tau. Mein Tau ist vielleicht dies hier. Tau, ja. Jetzt will ich die Signatur von Sigma ausrechnen. Ja, die ist ungerade. Ungerade viele die Ü, die Anzahl der Überkreuzung von Sigma ist ungerade. Also ist die Signatur von Sigma minus 1. Ja, hier ist die Anzahl der Überkreuzung von Tau. Sie ist auch ungerade. Und das heißt, die Signatur von Tau, die ist auch minus 1. Wenn ich jetzt aber beide zusammennehme, hier ist auch eine, ne? Wenn ich jetzt hier den ganzen Weg nehme, also Tau nach Sigma, ja, dann ist die Anzahl der Überkreuzungen, schreibe ich hier drunter vielleicht nochmal, die Anzahl der Überkreuzungen von Tau nach Sigma. Die ist gerade. Also ist die Signatur von Tau nach Sigma, die ist dann plus 1. Und tatsächlich ist auch minus 1 mal minus 1 gleich plus 1. Also wenn ich diesmal das nehme, kommt das raus, wie gewünscht. Ja. Okay, so, jetzt ist das Kapitel aber doch wirklich zu Ende. Bis zum nächsten Mal.